So, hallo, wir sind wieder zurück in Falks Märchenstunde oder wie Geschichte wirklich war oder warum Coca-Cola den Weihnachtsmann nicht erfunden hat. Beim letzten Mal habe ich euch vom historischen Nikolaus erzählt. Da könnt ihr hier oder da nachgucken und klicken und euch angucken und dann seid ihr auf dem Laufen und im Thema, weil sonst versteht ihr das nicht, was ich jetzt gleich sagen werde. Also, viele von euch sind der irrigen Meinung und hängen der Verschwörungstheorie an, dass Coca-Cola den Weihnachtsmann erfunden hat. Das ist völlig falsch. Ja, Coca-Cola, komme ich aber später nochmal genauer zurück, Coca-Cola ist die Firma, die dafür gesorgt hat, dass es dann wirklich in alle Welt ging. Aber wenn man davon ausgeht, dass der historische Weihnachtsmann, St. Nikolaus, der Geschenkebringer am 6. Dezember, noch ein Bischof mit Bischofsmütze, Robe, rot, Bischofsrobe und Stab war, wie kommt man dann zu diesem dicken Mann, Pfeife rauchend in roter Winterkleidung? Wenn man sich vorstellt, dass St. Nikolaus irgendwie aus einem türkischen Urlaubsparadies kommt eigentlich. Also eher weniger warm angezogen. Dazu muss man sich zunächst die Verteilung des Weihnachtsmanns über, also nein, nicht des Weihnachtsmanns, sondern der Nikolaus-Legende über die Welt vorstellen. Ich habe kurz erwähnt, Theophano bringt den Nikolaus aus Griechenland nach Deutschland, die Ostkirche bringt ihn nach Russland und irgendwann fließt das alles wieder zurück und wird natürlich mit lokalen Legenden und Mythen vermischt. Die eigentliche Nikolaus-Legende, also man hat in die Figur des St. Nikolaus dann auch mindestens drei Typen, die Nikolaus hießen, verwurschtelt und gesagt, ja, ob der jetzt um 500 nach und 300 und 200 nach, das ist völlig egal. Eine Legende, die heißen alle gleich, bums, ein Heiliger. Jetzt habe ich mich mal aufgemacht zu versuchen herauszufinden, ob es frühere Nikolaus-Darstellungen, wo kommt denn das eigentlich her, dass es das gab. Und im Jahre 1804, wir befinden uns in New York, New Amsterdam, ehemaliges New Amsterdam, das wird später wichtig, gibt es die sogenannte New York Historical Society und die wiederum wählt sich den heiligen St. Nikolaus als ihren Schutzpatron und fangen an, sich im Rahmen dieser Geschichte Geschenke zu schenken. Jetzt ist die Gesellschaft von New York zu dieser Zeit natürlich eine recht kleine und wenn sowas passiert, dann ist das natürlich spektakulär und andere machen das natürlich nach und mit. Danach befinden wir uns schon im Jahre 1809, als Washington Irving mit dem Pseudonym Dietrich Knickerbocker eine Geschichte erzählt, in der es wohl üblich wäre, dass eine Figur des heiligen St. Nikolaus, des Santa Claus, mit auf einem Pferd reitend nach New York kommt und dort Geschenke verteilt. Offenbar hat man da so dieses Geschenkeverteilen dieser New Yorker Historical Society dann tatsächlich umgesetzt und eine Figur, irgendjemand ritt ein in die Stadt und hat die Geschenke verteilt. Im Jahr 1821 gibt es einen gewissen William Gilly, der das erste Gedicht schreibt über den Weihnachtsmann, in dem der Weihnachtsmann auf einem Schlitten daherkommt. Fell trägt und einen Rentierschlitten hat. Der fliegt noch nicht, ist noch nicht mit Kamin, sondern der heilige Nikolaus und dieser russische Väterchen Frost sind auf einmal zusammengemorpht. Im Jahr 1822 schrieb Clement Moore, und da wird es natürlich mit der Quellenlage ein bisschen dürftig, weil die einen sagen, er ist Literaturprofessor, die anderen sagen, er ist ein Zahnarzt. Und dann wird bei mir auch wirklich ein bisschen stoßig an meine Grenzen. Dem wird nachgesagt, er habe für seine Kinder ein Weihnachtsgedicht geschrieben, "Twas Before Christmas", oder "An Account of", also irgendein Weihnachtsgedicht halt, "An Account of Christmas", tralala, für seine Kinder. Und in diesem Gedicht hat er zum ersten Mal die Namen aller 8 Rentiere genannt. Die Kenner von euch werden wissen, dass es gibt wie viele Rentiere? Es gibt 9 Rentiere mittlerweile. Und das 9. Rentier ist, wie heißt es? Rudolf. Rudolf, das 9. Rentier, ist eine Erfindung aus den 20er Jahren des 19. Ach, des 20. Jahrhunderts. Da kam erst dieser Rudolf Red-Nosed Reindeer
Gedicht auf und das arme neunte Rentier, das keiner mag und so. Also, aber wir sind hier noch 1822 und da kommen die ersten acht Rentiere mit ihren Namen. Nikolaus wird sozusagen dann dargestellt als ein bisschen rundlicher Elf mit Bart, langem weißem Bart und Pfeife mit seinen Rentieren und bringt Geschenke. Jetzt kommt, da sind wir wieder in Deutschland, 1835, August Heinrich Hoffmann von Fallersleben schreibt ein Lied, Morgen kommt der Weihnachtsmann. Und da haben wir schon diese, taucht der Begriff in Deutschland auch auf, es gibt eine Personifikation des Mannes, der an Weihnachten Geschenke verteilt. 1844 schreibt Heinrich Hoffmann, oder das Buch Der Struwwelpeter, und darin ist schon eine Figur abgebildet, die dem späteren Weihnachtsmann schon sehr, sehr, sehr ähnlich sieht. Und jetzt kommen wir zu Thomas Nast. Thomas Nast ist so the man, was the Nikolaus angeht. The Kris Kringle. Thomas Nast, oder wie man sagt bei uns, Thomas Nast, kam eigentlich aus Landau, ist Pfälzer. Im Alter von 6 Jahren wurde er quasi mit seiner Familie ausgewandert und geboren ist er 1940, also hat er natürlich dann auch diese ganzen Fallersleben und Struwwelpeter und so weiter, das hat er quasi aufgesogen und hat natürlich die lokalen Traditionen aus der Pfalz mit Weihnachtsmann und Hopsasa alle miterlebt. Gestorben ist er übrigens, der Thomas Nast, 1902 in Ecuador. Das ist eine Geschichte für einen Pfälzer. Er war nämlich da, weil er wohl nicht mehr richtig zeichnen und malen konnte, weil er ja Karikaturist war, wurde er von Roosevelt als Generalkonsul in Ecuador eingesetzt. Ich finde das schon mal eine ziemlich geile Lebensgeschichte. Thomas Nast hat dann versucht, mit 15, 16 Jobs zu finden in New York. Und das Einzige, was er wirklich gut konnte, war zeichnen. Und wurde dann unfassbar abgelehnt. Irgendwann fand er aber bei einer Zeitschrift, die sich Harper Weekly nennt, einen Job. Und Harper Weekly hat so was, ein politisches Journal. Und dafür hat er angefangen, Karikaturen zu zeichnen. Politische Karikaturen. Jetzt muss man wissen, in Amerika tobte irgendwann der Sezessionskrieg, der amerikanische Bürgerkrieg. 1963, der Krieg läuft gerade 2 Jahre und die kriegsbefürwortende Partei in den Nordstaaten hat eine große Opposition innerhalb der Copperheads, die dafür sind, doch jetzt Frieden zu schließen endlich, weil dieser Bürgerkrieg sehr lange gegen sehr viele Opfer gefordert hat. Und Lincoln wollte von dem Magazin ein die Truppen beflügelndes weihnachtliches Cover haben. Und Thomas Nast, hat dafür ein Cover gezeichnet im Feldlager der Unionisten. Ein kleiner, dicker Mann sitzt in Streifenhose und mit einer Jacke mit Sternen auf einem Schlitten und verschenkt Geschenke an die Soldaten und 2 kleine Trommeljungs, essen irgendwie Schokolade. Und er schenkt dem einen Soldaten einen Hampelmann, woran der offensichtlich erkennbare Präsident der Konföderierten als Hampelmann hängt. Also, das ist natürlich schon eine schwierige Geschichte, dass das so der Weihnachtsmann war da politisch eingesetzt. Thomas Nast hat dann später von Lincoln Auszeichnungen bekommen, weil er der Meinung war, quasi mit den Worten, er wäre der beste Rekrutierungsoffizier für die Nordstaaten gewesen, weil er eben patriotische Zeichnungen gemacht hat. Und auch diese Weihnachtsdarstellung gehörte in dieses Bildprogramm. Ja, trotz dieser Entbehrungen, ja, wir schaffen das und hier die Geschenke und wir machen uns noch über unsere Gegner lustig und so weiter. Also deswegen gab es auch diese Beziehung Roosevelt-Nast, dass er ihn noch unterstützt hat, weil er tatsächlich für die das, was schließlich in Amerika rausgekommen ist, für diese politische Seite war er eine wichtige Triebfeder.
Als natürlich Lincoln dann in dem Moment dieses Cover anforderte, war der Nast irgendwie völlig am Arsch. Und es gibt die Geschichte, dass seine Schwester, weil er hat Künstlerblockade gehabt, das kennt man auch in der Musik, wusste einfach nicht, was er machen sollte. Und an dem Abend, bevor er abgeben sollte, war seine Schwester zu Besuch, die ja auch aus der Pfalz kam, und die wiederum war Lehrerin. Und die hat als Lehrerin mit ihren Kindern genau dieses Gedicht von 1822 von Clement Moore durchgenommen und hat ihm gesagt, Mensch, dann mach doch irgendwie, mach doch so wie früher daheim bei uns Weihnachten. Und dann habe ich doch dieses Gedicht noch im Kopf, im Rentier, im Schlitten und mach einen Pelznickel. Jetzt muss man Pfälzer sein, um das Wort zu kennen. Das ist sozusagen die Figur, die Knecht Ruprecht-Figur für die Pfalz. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, weil das ist jetzt Vermutung, aber ihr könnt es gerne kommentieren, liebe Pfälzer. Oder auch, wie man Pelznickel richtig ausspricht. Pelznickel. Ich weiß nicht, ich kann nicht. Also war das eher so ein Zufall, dass er durch seine Schwester und durch diese ganzen Verknüpfungen zufälligerweise einfach mal den Weihnachtsmann erfunden hat. Er ist auch dafür verantwortlich, dass er durch den Kamin kommt, dass der Schlitten auf dem Dach steht. Also er hat das alles, dieser Thomas Nast hat das alles erfunden. Und jetzt, heute habe ich erfahren, dass unser Jean Méchant, der Tambour, als er in Landau studiert hat, in der Thomas Nast Straße, deswegen kannte der den Namen, eines seiner Uni-Gebäude hatte. Also ich glaube, ich werde auch mal nach Landau fahren und gucken, ob ich da was zu Thomas Nast finde, weil das ist wirklich eine ganz spannende Figur. Und Coca-Cola kam nämlich erst 1931 auf den Dreh, beziehungsweise ein Grafiker von Coca-Cola, der Hedden Sundblom, vermutlich ein Schwede, der für Coca-Cola eine Weihnachtswerbung machen musste. Und verschiedene Firmen hatten bis dahin schon auf diesen Nest patriotischen Dingen aufbauend den Weihnachtsmann gemacht, also die Farbe war relativ schon klar. Er muss rot angezogen sein und es muss weiß dabei sein, weil das die roten und weißen Streifen Amerikas sind. Also ist es eine patriotische Figur. Und dann gibt es auch eine weitere Legende, hat er ein Bild gemalt, in dem er einen aus seinem Büro mitgenommen hat, also aus dem Coca-Cola-Büro, einen Angestellten, der halt zufällig diese Knollen, der halt so aussah, wie der Weihnachtsmann heute aussieht. Und das hat er dann bis in die 60er, 70er Jahre, hat er jedes Jahr Coca-Cola Weihnachtsmänner gemacht. Cola ist jetzt halt die Firma, die das halt dann weltweit verbreitet hat. Aber in Wirklichkeit reden wir hier eigentlich von einer Geschichte amerikanischer Bürgerkrieg. Wir werben für Truppen, um noch mehr Leute in einen sinnlosen Krieg zu schicken. Das ist die Geschichte vom Weihnachtsmann, mein lieber Schieber. Ich wünsche euch trotz allem eine schöne Zeit und viel Spaß mit Kris Kringle, Santa Claus, Väterchen Frost, und so weiter und so fort. Möge die Macht mit euch sein. Bis zum nächsten Podcast.